Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Luigi's Hidden Mansion. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran, was das letzte Mal geschehen ist. Da hat mich zu Governor zusammengeprügelt. Das Spiel hat ein bisschen meinen Speicherstand resettet, aber ich glaube, ich habe die gleiche Anzahl von Boosts wieder. Allerdings müssen wir nochmal hier rüber gehen, denn ich habe jetzt dadurch... Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon gezeigt habe. Verzieh dich! Auf jeden Fall, wir machen das jetzt nochmal. Wenn wir hier schütteln, kommt ein Brief heraus. Und das ist einer von Marios Gegenständen. Ihr wisst ja, dass wir insgesamt 5 Stück dieser Wahrsagerin bringen müssen. Aber dazu kommen wir noch. Ich habe jetzt gerade den Schlüssel wieder organisiert. Jetzt kriegt Arnie eins auf den Deckel. So. Er ist hier am Stemmen. Zu Governor. So, hier. Fang. Okay. Jetzt haben wir einen Wüten gemacht. Jetzt müssen wir halt aufpassen. Ihr wisst ja, in der Hidden Mansion. Dann könntest du bitte... Nein. Komm, hau den. Hier. Fall um. Nee, der hat noch nicht genug. Ich hol immer so Klitschko-Brüder, der haut dich viel besser. Oder wie würde Kobo sagen? Ich schieb dir Tamsobeulerei. So, okay. Jetzt heißt erstmal einsaugen. Das müsste man so als Effekt einbauen. In Luigi's Mansion. Egal, ob Hidden Mansion oder... Dass man hier von Juggernaut hören würde, erstmal einen saugen. Ja. Fang! Cassius Clay hat mehr Vertrag zu seiner Karrierezeit. Wenn ich weiß, wer Cassius Clay ist, der darf danach googeln. Ich verrate euch nicht, aber er kann es unter diesem Video schreiben. Ich werde es in 2 Folgen von hier ab sowieso auflösen. Aber, naja, vielleicht findet das jemand heraus. Und vielleicht vergesse ich auch dran zu denken. So, jetzt wollen wir erstmal gucken, ob hier noch was drin ist. Nix ist da. Nette! Nix nada! Jetzt mach erstmal die To-Do auf. Money! Makes the world go round, the world go round. Na, wie war das? Oh, eine Bombe! Weg hier. Erstmal her mit dem Diamant. Dem, 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 dem. Luigi, der alte geldgeile Sack hier. Gibt's überhaupt nicht. So, irgendwo hier müsste doch aber jetzt noch der Geist sein. Geisterhäuser. Komm her, Boo. Ah. Ich bin's, Boogies Khan. Ha. Hey. Boogies Khan. Komm, du Geist. Verdammt, du haust durch die Wand ab. Okay. Dann gehen wir jetzt hier durch. Ah. Der ist durch die... Kann ich da durchgehen? Ich will mal kurz auf der Karte gucken, dass das Eier... ist zu. Dieser Vollidiot ist darüber. Ha. Fledermäuse. Da gehen wir erstmal hoch. Ich kümmere mich um den Bus später. Du wirst das ja. Wir es machen. Komm, der Fledermaus. So, es ist gut, jetzt hier ein Wasserelement dabei zu haben, weil hier ist Fire. Nicht klopfen. Die Tür ist genauso hohl wie dein Kopf. Nicht klopfen. So. Oh, eine Geldmausch. Ah, jetzt spawnen wieder hier überall Geister. Achtung, der hat Eiselementar. Ich kann gegen den nichts unternehmen. Geh doch weg. Gibt's hier irgendwo Feuer? Haben wir mal ein bisschen Feuer? Yeah! Das ganze Haus prügelt mich zusammen. Wow, roter Diamant. Lasst mich alle in Ruhe. Toll, mitten im Saugen. Gibt's ja nicht. Schlimmer als Wario. Was Geldangelegenheiten gibt. Okay, ich hau ab. Meine Herren. Ja. Nervt. Ich brauche erstmal Fire-Techniks. Um da drinnen. Ja, also, was ich sagen will, ich brauche ein Feuerelement, um da drinnen aufzuräumen. Deswegen gehen wir jetzt hier oben lang weiter. Giftpilz. Wow. Wo kommt's? Nein. Nein. Ich will den da einsaugen. Und dann das Feuerelement da. Komm her. So. Und du darfst da nochmal runterkommen. Na so. Dein Herz ist mir. Okay, das klang jetzt sehr merkwürdig. Dein Herz ist mir. Aber ich will nicht mit dem liiert sein. So, ist hier noch ein Herz drin? Nur Geld. Ja, wobei wir haben ja gelernt, für Luigi ist das irgendwie wichtiger. Anscheinend. Obwohl wir eigentlich in diese Villa gegangen sind, um Mario zu befreien, aber okay. Jedem das Seine. So, jetzt wieder.
Are you ready to fight? Yes! Kommt, ihr Geister! Ach du Schande, der Teller kommt! Halt! Würdest du den bitte lähmen? Alles klar, alles klar, alles klar! Hahaha! Sag mal! Ich muss aufpassen, ich bin sonst wieder tot! So, hier, du kriegst Feuer ab, Kollege! Hä, ich kann dem anderen auch Schaden zufügen mit Feuer? Das ist ja interessant! Was? Die hier gehen alle gegen Feuer und ich bin fast. Ich bin fast tot. Ich muss aufpassen. Komm, dann verbrutzle ich euch alle. Wow! Seriously. Ich muss aufpassen. Verdammter Teller. Verdammter Teller. Verdammter Teller. Verdammter Teller. Ist das hier eine Mühe gerade? Ah, gut. Ein Herzstück und dann geht's gleich wieder rein. Und hab. Meine Herren. Die haben alle auf Feuer reagiert irgendwie. Seltsam. Hab ich auch noch nie gesehen. Na los. Was? So ein Geist. Wow. Der hatte noch volle Energie. Hat er sich wieder geheilt? Hat er sich... Verdammter Teller! Wo kam der denn her? Schon wieder, die ganze Zeit. Ich komme in diesem Raum nicht weiter wegen diesem Mörderporzellan. So, nein, hier ist nix. Dam, 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 dam. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ja, ich habe zwar nicht volle Energie, aber wir versuchen das jetzt mit diesem Raum nochmal. Warum eigentlich nicht? Ich meine, halt erstmal weg von den Fledermäusen. So. Wir machen jetzt diesmal anders. Erst löschen wir diese brennende Tür. So, jetzt gehe ich mir erstmal Energie holen. Jawohl. Und dann nochmal hier. Ah, das ist ein explodierender Geist, die kann ich überhaupt nicht ab. Ja, 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 wir haben alle mitgelacht. Alle waren kennengelacht, dieser Geist hat einen Witz gemacht. Gut, gibt auch auf mich zu, ne? So, jetzt haben wir uns erstmal hier wieder Feuerelement geholt. Von dir hole ich mir noch Energie, Kollege, komm her. Sauber, jetzt mit voller Energie versuchen wir das Ganze aber neu. Diesmal sollte es mir doch gelingen, oder? Ich meine... Seriously. Ich habe keinen Nerv, diesen Raum so oft wiederholen zu müssen. Na komm, Teller, ich sauge euch ein. Tischdecke auch. Teller, komm her. Ah, wieder ein roter Diamant. Den hatten wir ja schon mal eingesammelt. Aber ich musste ihn jetzt neu einsammeln, weil ich ja gestorben bin. Das ist der erste Geist. Und da ist noch einer. Mich krieg ich. Schnell umdrehen! Nein, er hat mich doch erwischt, aber komm, dich kriege ich trotzdem, kleinen Kollege. Sauber. Zwei Geister und bisher nur 10 Herzstück verloren. So, her mit dem Teller, Mist. Das heißt, der wird wieder respawnen. Ihr müsst die Teller nämlich immer aufsaugen, sonst kommen die immer und immer wieder. Giftpilz, das ist ungünstig jetzt. Geh doch weg! Geh doch! Verdammt! Ich kann meinen... Staubsauger nicht verwenden. Geh weg, du blöder Geist. So, jetzt bin ich erstmal wieder groß. Jetzt versuchen wir erstmal die Teller da loszuwerden. Oder die... Nein! Das ist alles im falschen Winkel immer. Teller her. Komm her, komm. Warum dreht sich Luigi denn nicht um, wenn ich es von ihm verlange? Egal, so jetzt den... Was zum... Henke... Der war doch schon tot. Ja, okay, er ist ein Geist, jetzt oder so. So. Wieder so ein... ich nehme mich gleich einen Armgeist. Auf die kann ich am besten Willen verzichten jetzt. So, das. Hier sind überall die Scheigeist. So, schnell loswerden diesen Geister mit Feuer. Komm schon, komm schon, komm schon. Löst euch auf, löst euch auf, löst euch auf. Gott! Okay, jetzt stehlen wir euch die Masken, Kollegen. Komm her. Warum ist denn diese Steuerung gerade so unpräzise? Ich habe doch gar nicht Sidestep eingewählt. Eingestellt. So, komm her, Spear. Und... Das macht er bestimmt auch immer, wenn der gerade aufstehen soll und
seine Mutter weckt ihn und er will nicht aufstehen, ne? Dann machst du mir auch immer. Könnte ich mir vorstellen. Oder Arti. Ne? Also Kerak. Entschuldigung. Wow. Kleine Unterbrechung. Aber hier ging gerade das Telefon los. Ach, göttlich, ey, wenn sowas passiert. Mitten in den NPS. Komm her! Kerak. Oh! 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 Giftpilz, Giftpilz, Giftpilz. Schnell weg hier. Und das ist der nächste. Komm her, deine Maske. Füge ich meiner Sammlung hinzu. Was? Der hat mich berührt. Wenn jetzt danach noch eine. Wo ist er? Ah, da. Wenn jetzt danach noch eine Geisterwelle ausbricht, dann bin ich aufgeschmissen. Dann rausgehen kann ich nicht, weil dann resettet sich dieser ganze Raum. Das ist das Problem. Nein, sag mal. Okay, er kommt von da. Hey mit der Maske, hey mit der Maske. Komm her. Ja! Ja! Oh Gott. Jetzt noch den Buren zu sammeln. Ich habe so Schiss. Wisst ihr was? Wir holen uns erstmal den Inhalt dieser Truhe. Hoho, genau, Luigi. Hoho. Oh Gott. Das war schon ein ganz schöner Kampf. Beziehungsweise Krampf eben. Ah. Dam, 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 dam. Deswegen ist die Sache auch so wichtig, weil wir kriegen das nächste Element. Ja, ja, ja. Die Instructions hier, also die Anleitung, die können wir wegklicken. Wir haben ja den Cross Instruction. Nein, im Grunde ist das das gleiche, was wir bereits kennen. Das Eiselement. Ujima. Peng, 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 peng. Ja. Peng, peng. Ach Gott, erklärt er wieder lange. Ja. Gut. Ich würde sagen, wir gucken erstmal, ob ich noch ein Herzteil finde, bevor ich hier auf Buhuyak gehe. Deswegen jetzt, da der Raum ja erhellt ist, macht es nichts, wenn ich ihn mal verlasse und hier drüben gucke, ob ich dann ein Herzteil habe. Ah, da ist nix. Da ist nix. Giftpilz. Ah, Mist. Komm her. Verdammt. Der hat mir nichts übrig gelassen, was ich gebrauchen könnte. Die Maus da oben. Muckne, die auch. Ich brauche einen Geist. Da, du kommst mir gerade gelegen mit deinem Herzteil. Jawohl. Hör mit. Und. Na? Na? Mist. Na? Noch ein Herzteil. Gut. Und jetzt können wir noch versuchen, den Buhu zu jagen. Und dann werde ich die Episode wahrscheinlich beenden. Weil. Ja, wegen Baum. Nein, dann geht es in der nächsten Folge einfach weiter. Weil wegen Baum. So, jetzt suchen wir erstmal den Buhu. Buhu. Achtung, was kommt da? Nur der Buhu-Ball. Okay. Mal gucken, ob er nicht hier drüben irgendwo ist. Langsam. Ich geh mal hier lang. Hat wieder die Position. Dann ist er in diesem Stuhl. Komm her! Ach Mist, die Tischdecke nervt, ey. Okay, ist in dem Tisch drin. Na also, da ist er. Und? Winnebu grüßt seinen Bruder. Ach, verdammter Buball. Nein, 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 du haust mir nicht durch den Raum ab. Du haust mir nicht ab. Ich will nicht... Ich muss auch wegen diesem verdammten Buhu. Ah, den Raum habe ich noch nicht geöffnet. Okay. Ist das alles blöd. Also kaum Fortschritt hier in dieser Folge. Dafür haben wir es Arnie gezeigt. Ja. Dann sieht man sich in der nächsten Folge von Let's Play Luigi's Hidden Mansion. Bis dann, Leute.